Das Interview nach dem Spiel wird präsentiert von Mazda Autohaus Ullmann. Wir sind das hier nach einer Woche Pause heute gegen Eintracht gewonnen. Wieder gut aus den Löchern gekommen. Ja. Wie wichtig war der Sieg heute? Ja, war nicht weniger wichtig als die 11 vorherigen Siege auch. Wir haben heute über 90 Minuten eine richtig, richtig gute Leistung abgeliefert. 2-0 hat nicht so ganz die Kräfteverhältnisse wiedergespiegelt, denn ich denke, wir haben das Spiel schon sehr, sehr, sehr deutlich dominiert und hätten auch deutlich höher gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Aber unterm Strich haben wir hinten wieder die Null gehalten, vorne 2 Tore erzielt. Dementsprechend bin ich fast rundum zufrieden. Hinten die Null gehalten ist das Stichwort. Wir haben, glaube ich, einen Torschuss zugelassen, einen richtigen Torschuss, wo sie dann auch wirklich die Chance hatten, ein Tor zu erzielen. Ja. Zeichnet uns das die Saison aus oder hilft uns gerade das, oben mitzuspielen? Ja, definitiv. Wir haben uns auch im Laufe der Vorbereitung Gedanken gemacht, was wir natürlich brauchen, um einfach erfolgreicher Fußball spielen zu können. Und auch schon im Laufe der Vorbereitung haben wir einfach den Fokus darauf gelegt, hinten etwas besser und sicherer zu stehen. Tore können wir immer erzielen. Wichtig wird, denke ich, am Ende sein, dass man so wenig Gegentore wie möglich kassiert und vor allem auch in den absoluten Topspielen gegen die Top-Offensiven auch da die Null halten zu können. Und da sind wir momentan auf einem ganz, ganz guten Weg. Kommt da das Sprichwort, die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften im Spiel, oder? Gut, davon halte ich nichts. Es ist genauso wichtig, vorne einen Spieler zu haben, der das 1-0 erzielen kann und vorne Tore zu erzielen. Wir versuchen einfach so viel wie möglich hinten zu Null zu spielen und da sind wir im Moment auf einem ganz, ganz guten Weg. Passt schon. Dankeschön. Gerne.